Mit einem Tier- und Kindergottesdienst begann am Wochenende das Vollinger Tierheimfest. An zwei Tagen hatte das Tierschutzzentrum gemeinsam mit vielen Helferinnen und Helfern, Besuchern und Vierbeinern einen bunten Erlebnistag für Mensch und Tier gefeiert. Auf dem Fest präsentierten sich auch andere Vereine, wie zum Beispiel die Kaninchen- und Meerschweinchenhilfe oder Rettet das Huhn e.V. Neben Hund und Katz waren aber auch noch andere besondere Gäste anwesend, nämlich die Achalm-Alpakas.